Und um nur mal eine Zahl zu nennen, Deutschland hat im Jahr 2015 die Exportlizenzen im Wert von 270 Millionen Euro nach Saudi-Arabien genehmigt. 270 Millionen Euro. Gestern haben wir gehört, dass die Bundesregierung sich beteiligt an Wiederaufbau und an Entwicklungshilfe für Jemen im Wert von 200 Millionen Euro. Also, das sind so ein bisschen die Relationen. Die Entwicklungshilfe und die wohltätigen Zahlungen lässt sich Peanuts im Vergleich zu dem, was mit dem Waffengeschäft da unten zu verdienen ist. Miriam, sage Maas, wie ist denn die Rolle von Unternehmen in bewaffneten Konflikten und insbesondere im derzeitigen Krieg in Jemen? Und welche Rolle spielen speziell deutsche Firmen dort? Ja, also grundsätzlich kann man sagen, dass Unternehmen bzw. die Personen, die Unternehmen leiten, im Zusammenhang mit bewaffneten Konflikten eher im Hintergrund agieren. Ja, also sozusagen Unternehmen stellen die Infrastruktur bereit für bewaffnete Auseinandersetzungen. Sie stellen Geld bereit, sie liefern Waffen. Und damit ist ihre Rolle, wenn auch wenn sie sozusagen im eigentlichen Konfliktgeschehen natürlich nicht so präsent sind, ist ihre eigentliche Rolle natürlich sehr wichtig. Sie befeuern Konflikte, sie verschärfen Konflikte und sie profitieren ökonomisch davon. Das kann man sehen, beispielsweise auch Bereiche, die erstmal nicht militärisch erscheinen, wie Zementproduktion. Es gibt die große Zementfirma Lafarge, ein französisches Unternehmen, die gerade in Syrien massiv die Bürgerkriegsparteien unterstützt hat, durch Geldflüsse, aber auch durch die Bereitstellung von Zement. Und natürlich, wenn wir in den Jemen schauen und den Konflikt dort, dann sind es gerade auch die deutschen Unternehmen, die durch ihre Waffenlieferungen an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass dieser Krieg im Jemen so geführt werden kann, wie er geführt wird. Also deutsche Unternehmen sind einerseits beteiligt an der Produktion des Eurofighter-Kampfjets. Und andererseits sind sie ebenfalls auch beteiligt an der Produktion der dazu sozusagen in Einsatz kommenden Munition, also von Waffen, MK-80-Waffen. Und vor allen Dingen agieren europäische Unternehmen deutsche Unternehmen in europäischen Konsortien und sozusagen sind da eben vor allem an der Eurofighter-Jet-Produktion beteiligt. Und damit aus unserer Sicht, und darum haben wir uns auch entschieden, zusammen mit Montana und anderen diese Strafanzeige zum Internationalen Strafgerichtshof zu bringen, aus unserer Sicht kann man das, was diese Art von Waffenlieferung und damit die Ermöglichung des Einsatzes von Airstrike, also Kampfflugzeugeinsätzen gegen zivile Objekte, das kann man aus unserer Sicht als eine strafbare Beihilfehandlung bezeichnen. Wir würden halt sagen, dass deutsche und europäische Unternehmen, die Waffen liefern nach Saudi-Arabien, die dann im Konflikt in Jemen eingesetzt werden, die Begehung von Kriegsverbrechen ermöglichen oder jedenfalls erleichtern. Und aus unserer Sicht ist das ein Thema, das viel zu sehr im Hintergrund ist, sondern das sozusagen viel zu wenig beachtet wird, dass sozusagen welche wesentliche Rolle Unternehmen in solchen Konflikten eben auch gerade durch Waffenlieferungen, die oft den Anschein haben, dass sie legitim sind, leisten können. Jetzt wird ja von den Waffenunternehmen nicht aus eigener Initiative geliefert, sondern wird ja erstmal genehmigt. Es gibt in Deutschland ja ein Außenwirtschaftsgesetz und ein Rüstungskontrollrecht. Und die Waffenlieferungen, gegen die Sie sich wenden mit Ihrer Strafanzeige, sind sozusagen nach deutschem Rüstungskontrollrecht alle legal gewesen. Wie passt denn das zusammen? Ja, das war uns, also wenn man sich anschaut, welche Art von Fälle gibt es bereits gegen Waffenunternehmen, dann gibt es einige, also sehr wenige, aber es gibt Verurteilungen gerade in den Niederlanden, wo Waffenhändler wegen der Lieferung von Waffen oder chemischen Waffen verurteilt worden sind. Und das war jeweils aber gegen Verstoß gegen UN-Sanktionen.
Und uns ging es jetzt gerade hier auch darum zu zeigen, dass selbst dann, wenn eine Genehmigung, eine Exportgenehmigung erteilt worden ist, es trotzdem möglich ist, dass sich Unternehmen strafbar machen und dass eben genau diese Möglichkeit des strafbaren Handelns viel stärker berücksichtigt werden muss in den unternehmerischen Entscheidungen über Vertragsbeziehungen. Wir argumentieren folgend, und zwar kann man sagen, dass die Erteilung von Exportgenehmigungen ist eine verwaltungsrechtliche Entscheidung. Und diese verwaltungsrechtliche Entscheidung, die durch deutsche Behörden getroffen wird, wird geleitet und entfolgt an den Maßstäben des Kriegswaffenkontrollgesetzes und des Außenwirtschaftsgesetzes. Das heißt, es sind verwaltungsrechtliche Normen. Da wird im Rahmen dieses Prüfprozesses entlang dieser verwaltungsrechtlichen Normen wird natürlich die Frage aufgeprüft, besteht eine Gefahr, dass die Exporte zur Verletzung von Menschenrechten beitragen? Aber das ist nur einer der Prüfpunkte. Und aus unserer Sicht müssen auch die Behörden da nochmal stärker sich fragen, wie sieht das eigentlich nach völkerstrafrechtlichen Maßstäben aus? Aber selbst wenn das nicht erfolgt, dann bedeutet ja die Erteilung einer Genehmigung findet zu einem Zeitpunkt X statt. Und die Frage, wie entwickelt sich ein Konfliktgeschehen, in das Waffen geliefert werden, erfolgt ja nach diesem Zeitpunkt X. Und aus unserer Sicht kann es nicht sein, dass eine verwaltungsrechtliche Entscheidung, die noch nicht mal völkerstrafrechtliche Maßstäbe berücksichtigt, vorauswirkend auf einen langen Zeitraum von einer Strafbarkeit entlasten kann. Das heißt, und die Entscheiderinnen und Entscheider in den betroffenen Unternehmen müssen natürlich auch nach der Erteilung der Genehmigung, haben sie zum einen überhaupt keine Pflicht zu exportieren, sondern die müssen sich natürlich immer noch wieder fragen, wenn wir jetzt oft Jahre nach Erteilung der Genehmigung unseren Export auf den Weg bringen, ist es dann eventuell, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Waffen eingesetzt werden zur Begehung von Völkerstraftaten? Und gerade im Konflikt im Jemen kann man sehen, dass natürlich das Konfliktgeschehen an Dynamik und an Schwere zunimmt und dass dann selbstverständlich jedes Mal die Entscheidung einer bestimmten Lieferung aus unserer Sicht bewusst oder es gibt Hinweise dafür, dass Unternehmensmanager das wohl bewusst in Kauf genommen haben müssen, dass ihre Waffen für Kriegsverbrechen genutzt, eingesetzt werden. Kai Ambos, wie beurteilen Sie diese Frage der innerstaatlichen Genehmigungen? Ist das nicht ein Hindernis für eine völkerstrafrechtliche Accountability? Also das ist eine sehr schwierige Frage, weil das erstmal das Genehmigungsregime, was wir haben, sehr komplex ist. Wir haben zwei Gesetze, die wiederum durch Verordnung sozusagen konkretisiert werden. Und um das jetzt zu etwas zu vereinfachen, im Fall von Kriegswaffen geht es nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Und wichtig ist, dass es keinen Anspruch auf eine Genehmigung gibt. Das steht im Kriegswaffenkontrollgesetz, kein Anspruch auf eine Genehmigung. Und im Rahmen dieser Prüfung werden auch Versagungsgründe zu prüfen sein. Und da ist die Gesetzeslage aus meiner Sicht etwas hinter dem Stand des Völkerstrafrechts und Völkerrechts allgemein zurückgeblieben, weil sie die Entwicklung insbesondere von völkerrechtlichen Verbrechen nicht aufnimmt. Also es gibt keinen konkreten Versagungsgrund im § 6 Kriegswaffenkontrollgesetz bezüglich völkerrechtlicher Verbrechen. Ja, es gibt einen Versagungsgrund bezüglich friedensstörender Handlungen, zum Beispiel Angriffskrieg, an dem sich die Bundesrepublik beteiligt. Das folgt ja schon aus unserem grundgesetzlichen Verbot des Angriffskriegs. Das ist also eigentlich eine logische Folge der verfassungsrechtlichen Vorgaben. Aber wir haben im Bereich der weiteren Versagensgründe natürlich den Bezug auf Sanktionsregime der UN, die Europäische Union vielleicht umsetzt. Aber das Kriegswaffenkontrollgesetz müsste eigentlich reformiert werden. Also das wäre sozusagen mein jetzt rechtspolitischer Appell an Personen, die vielleicht hier zuhören aus dem politischen Raum. Man müsste sich überlegen, ob man für den gesamten Bereich der Kriegswaffen, des Kriegswaffenkontrollexports nicht einen eigenen Abschnitt einführt und diese ganzen Überlegungen, die wir heute aus dem Völkerrecht haben, da einspeist. Das kann man auch machen, argumentativ über
Völkerrechtsverpflichtungen, zum Beispiel aus dem Arms Control Treaty und aus EU-Recht, da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil das ist nitty-gritty, das ist Kleinkram, aber man kann es argumentativ machen, aber es ist eben für einen deutschen Bürokraten, der da im Bundesministerium der Wirtschaft in der Abteilung das prüft, ist es besser, es steht direkt im Kriegswaffenkontrollgesetz. Ja, also da darf man jetzt nicht zu viel Kreativität erwarten, aber das wäre mal meine erste Forderung, um in einem solchen Fall, wo es zu völkerrechtlichen Verbrechen kommt, was ja im Jemen unumstritten ist. Also das kann man ja gar nicht bestreiten. Diese Haupttaten finden ja statt. Und da muss natürlich von der Wertung auch verhindert werden, dass Deutschland zu diesen Haupttaten beiträgt. Übrigens auch aus dem Grund der Staatenverantwortlichkeit Deutschlands. Ja, also das ist jetzt nicht das Thema der Anzeige, weil da geht es ja um private Verantwortlichkeit von Unternehmen. Aber es ist ja hier auch der Hintergrund der Staatenverantwortlichkeit. Weil wenn ein Staat solche Waffenlieferungen genehmigt, wie auch Frankreich, England, dann ist er verantwortlich nach den Regeln der Staatenverantwortlichkeit für die völkerrechtlichen Verbrechen. Also auch aus dem Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit und des völkerrechtskonformen Verhaltens Deutschland müsste man das Kriegswaffenkontrollgesetz anpassen. Das war jetzt ein langer Vorspann. Ja, aber ich darf mich mal einen kleinen Punkt übersetzen. Wenn Sie sagen, das Kriegswaffenkontrollgesetz müsste man eigentlich reformieren, also strenger und vielleicht griffiger und verständlicher machen. Heißt das dann im Umkehrschluss, so wie das Recht derzeit ist, genügt es nicht für eine Strafbarkeit? Es ist einfacher, sagen wir mal so, also aus Sicht des Unternehmens, und das wird ja auch jetzt relevant werden, sowohl in Den Haag wie auch eventuell in deutschen Verfahren, ist es einfacher, sich zu verteidigen mit Blick auf die derzeitige innerstaatliche Rechtslage. Ja, die Frage ist ja dann noch, deswegen war das quasi mein zweites Argument. Ich kann natürlich argumentativ das Völkerrecht, das Europarecht in das innerstaatliche Recht hineininterpretieren. Da gibt es einige Ansätze, aber das ist von der Rechtssicherheit. Und hier geht es ja dann um Strafbarkeit für schwere Verbrechen, ist es natürlich schwieriger. Also es wäre einfach rechtssicherer und klarer, wenn das Kriegswaffenkontrollgesetz von vornherein im Rahmen des Prüfungsvorgangs sagt, bitte stell fest, Genehmigungsbehörde, also das ist das Bundeswirtschaftsministerium, das muss man sich auch immer vor Augen halten. Da ist ja das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium sind ja da nur konsultierend tätig. Die wissen ja im Zweifel mehr. Die müssen sich vor Augen halten, so wie so ein Stoppschild, wenn es da zu völkerrechtlichen Verbrechen kommen kann, dürfen wir nicht exportieren. Und wenn man das klar ins Gesetz schreibt, ist das einfach besser. Trotzdem kann man ein Argument machen, dass man das jetzt schon berücksichtigen muss. Und das bringt mich genau zu der zweiten Frage, die sehr komplex ist, weil wir das ja kennen allgemein bei strafrechtlicher Verantwortlichkeit. Wie ist es, wenn wir verwaltungsrechtliche Verfahren haben und genehmigtes Verhalten? Ja, also wir nennen das ja im Strafrecht, das ist ja in der Industriegesellschaft normal. Ich eröffne eine Diskothek und habe dann keinen Notausgang oder ich habe die Brandschutzvorschriften nicht beachtet. Aber wenn das genehmigt wurde, also wenn die Genehmigungsbehörde gesagt, ich nehme dir das Werk jetzt so ab und dann kommt es zu einem Schaden, dann kann ich natürlich sagen, das ist ein genehmigtes Werk. Ja, im Umweltrecht haben wir das auch. Also die Frage, wie wirken sich solche verwaltungsrechtlichen Genehmigungen auf eine Strafbarkeit aus? Aus Sicht eines Unternehmens ist es natürlich so, dass das sagen würde, wir haben ja hier ein genehmigtes Verhalten durchgeführt und dann haltet euch doch an den Staat oder an die staatliche Behörde. Ja, die sind verantwortlich. Und wir haben hier eben auch die Parallele, auch im Völkerrecht, zwischen der staatlichen Verantwortlichkeit, die natürlich für das Völkerstrafrecht nicht relevant ist, weil wir ja Staaten nicht völkerstrafrecht aburteilen, und der individuellen Verantwortlichkeit. Ja, das ist auch noch ein Problem, was da mit im Hintergrund existiert. Ein Zuschauer, der seinen Namen uns nicht nennt, fragt, wollen wir ein Außenpolitikgesetz oder steht die Außenpolitik über dem Recht? Ich glaube, die Quintessenz oder die Geschäftsgrundlage unseres Gesprächs heute ist, dass die Außenpolitik nicht über dem Gesetz steht, sondern dass auch internationale Beziehungen und Sachverhalte vom Recht reguliert werden sollen. Kai Ambos, gab es denn historisch bereits Verfahren gegen Unternehmer beim Internationalen Strafgerichtshof oder wäre das jetzt eine Premiere? Würden sozusagen deutsche Unternehmer auf der Anklagebank erstmals sitzen?
Genau, das wäre eine Premiere für den Internationalen Strafgerichtshof. Insofern ist es auch sehr verdienstvoll, dass diese Anzeige gemacht wurde, um jetzt sozusagen die Anklagebehörde mal zu einer Stellungnahme zu ermutigen. Wir haben historische Beispiele. Wir haben ja den IG-Farben-Prozess, also Nürnberger Verfahren. Wir haben die Verfahren Krupp. Immer natürlich individuelle Verantwortlichkeit. Ja, auch das haben wir auch beim Internationalen Strafgerichtshof. Wir haben ja keine Verantwortlichkeit der juristischen Person. Also es geht hier jetzt nicht um Rheinmetall, genauso wenig wie es um die IG Farben formal ging. Wir haben keine Corporate Responsibility, keine Verantwortlichkeit des Unternehmens. Aber wir haben natürlich im Völkerstrafrecht die historischen Präzedenzfälle von Nürnberg. Also dass Unternehmen in völkerrechtliche Verbrechen involviert sind, da können gerade wir als Deutsche einiges davon berichten. Auch zum Beispiel über natürlich Zwangsarbeiter, also in vielfacher Weise, das ist ja bekannt. Und das hat das völkerstrafrecht natürlich schon aufgearbeitet. Und die Forderung des ehemaligen Chefanklägers Moreno Ocampo ist alt, zu sagen, wir müssen auch diejenigen zur Verantwortung ziehen, die Geld verdienen mit solchen Konflikten. Das ist ja jetzt nicht nur auf direkte völkerrechtliche Verbrechen beschränkt, das ist zum Beispiel auch auf die Ausbeutung beschränkt von Ländern wie Demokratische Republik Kongo, ja, wo es um Kobalt geht und irgendwelche Wertstoffe. Also sozusagen die Profiteure von Kriegen, das ist ja das Argument. Und das ist eine Forderung, die bisher ja nur so erhoben wurde im Internationalen Strafgerichtshof, die aber jetzt durch die Jemen-Anzeige sozusagen konkretisiert wurde und wo man jetzt eben abwarten muss, wie sich die Anklagebehörde dazu verhält. Max Mutschler, einer unserer Zuhörer, schreibt, danke schon mal für all die Infos. Und ich würde Bonjan Gamal gerne fragen, Bonjan, verstehen Sie mich, wenn ich auf Deutsch frage, sonst frage ich es auf Englisch? Dolmetschen funktioniert. Was verspricht sich eigentlich Muatana, versprechen Sie sich eigentlich von einem juristischen Vorgehen gegen deutsche Unternehmer? Sind nicht eigentlich sozusagen die Schuldigen, die auf der Hand liegen, ganz andere? Ist das nicht eigentlich eine ziemlich fernliegende Angelegenheit, sich dann mit deutschen Industriellen zu beschäftigen? That's actually a question that makes sense. But when I first worked on the European accountability and the arms trade, I had the same thought. I thought, okay, this is a way of going, but will it stop the war? Will it have that great impact? And then I was able to get deeper research on the numbers, on the amount of money, on the amount of profits that these companies make. And I was able to see how money and these huge amounts of money fuel the war, literally fuel the war. So the stopping the weapons trade is a step, is a very important step towards peace. Ist denn der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag das einzige Forum, an das Sie sich jetzt richten, oder setzen Sie Ihre Hoffnung auch noch in andere Gerichtshöfe? Actually, after 2018, after we got into these accountability efforts, Muatana made a specialized unit that is working on accountability. One of the biggest one of our accountability routes is the ICC, obviously. But we are now trying to study and analyze all or a lot of other opportunities of accountability. The aim of this unit is to actually
take part against impunity, whether it's European actors, armed states, or others. But also is to bring some kind of justice. I remember we also have the Italian case. We have a criminal complaint in Italy. We are sending letters to various UN bodies through UN procedures. We are also trying to study potential accountability routes in France and other countries. We are also trying to have new projects in the States, and we have sent a letter to the UK government. So I remember when talking to the family of the Italian case, the family in Al Hudaydah, and they said, I told them, okay, we are filing this case, and I was writing down. I told them, what do you want me to say, or what do you want me to convey? What do you want? They said, we want justice. So this is what we are trying to do, and hopefully we can make a step towards it. Jetzt kommen über den Chat ganz viele Fragen. Super, schicken Sie gerne noch mehr. Eine Frage richtet sich von Max Mutschler an Frau Sagemaß. Könnten Sie noch aufzählen, gegen welche Unternehmen genau sich die Klage vor dem ICC richtet, also die Strafanzeige? Okay. Ihr Mikrofon ist aus. Do you want to say the questions? So jetzt. Wir haben die Gerichte gegen das britische Unternehmen BAE Systems, der italienische Firma Leonardo SA, gegen Airbus Spain, gegen Airbus Deutschland, gegen das französische Unternehmen Dassault und Thales. Dann gegen das britische Unternehmen Raytheon, gegen die Rheinmetall-Tochter in Italien, AWM Italia, und gegen MBDA Großbritannien und MBDA Frankreich. Jetzt kommen wir mal Detailnachfragen. Rechtsanwalt Rothbauer fragt auch, Frau Sagemaß, sind die von Rheinmetall auf französischen Fregatten vorgenommenen Aufrüstungsarbeiten an Kanonen MK-27 auch Teil der Strafanzeige? Nein, die sind nicht Teil der Strafanzeige. Wir haben uns fokussiert auf Kampfjets, die für den Luftkrieg von der Saudi-Arabischen Koalition genutzt werden und die von diesen Kampfjets benutzten Munition, Bomben und sozusagen Missiles. Grund hierfür ist, weil uns wichtig war, dass wir nachweisen können, jedenfalls teilweise, dass wir den Zusammenhang, weil wir hier im Völkerstrafrecht sind und argumentieren, dass die Waffenlieferung in sich selbst eine Beihilfehandlung zur Begehung von Straftaten war, von Völkerstraftaten war. Und wir den Zusammenhang darstellen mussten zwischen Einsatz der Waffe und sozusagen Export. Und wir insbesondere für die Luftangriffe den Eindruck hatten, dass sozusagen die Beweislage und der Nachweis von einzelnen völkerrechtswidrigen Angriffen und zum Teil auch mit, wo auch eben Waffenüberreste gefunden worden sind. In den anderen Bereichen und auch gerade bei kleinen Waffen hatten wir das Gefühl, dass wir das schlicht und den Einsatz nicht so gut nachweisen können. Da kommt noch eine zweite Teilfrage, auch von Rechtsanwalt Rothbauer. Sind die Lieferungen der Firma Hänel bis ins Frühjahr 2018 der besten, in Anführungszeichen, Scharfschützengewehrs G29 an die Vereinigten Arabischen Emirate zum Einsatz im Jemen Teil der Strafanzeige? Nein, ebenfalls nicht, weil sie ebenfalls auch keins dieser Waffen, die im Luftkrieg eingesetzt werden. Also Sie haben sich beschränkt sozusagen auf diejenigen Fälle, wo es am besten aus Ihrer Sicht nachweisbar ist. Genau.
Mögen Sie uns mal ein bisschen erzählen, wie das ist? Man reicht beim Internationalen Strafgerichtshof eine Strafanzeige ein. Ich glaube, in Ihrem Fall haben Sie es physisch eingereicht, sind mit einem Packen Papier dahin, hatten einen Termin. Ja, genau. Also haben uns tatsächlich die Mühe gemacht und um einen Termin auch ergeben bei der Anklagebehörde, um die Strafanzeige, die immerhin schlappe gut über 360 Seiten stark ist, mit allen Anhängen und Anlagen, das waren das drei Aktenordner, zu übergeben. Und um auch schon mal sozusagen so ein gewisses Gespräch zu haben mit den zuständigen Beamten dabei und Ermittlern, sozusagen wie möglicherweise ein Gang der Ermittlung aussieht. Und Mortana war auch gerade dabei, die Vertreter von Mortana. Und das war halt auch wichtig, dort nochmal darzulegen, dass man welche weiteren Recherchen Mortana möglicherweise auch machen kann. Das heißt also auch dem Internationalen Strafgericht den Eindruck zu vermitteln, dass es tatsächlich möglich ist, weiter zu ermitteln. Und ich glaube, das ist eben ehrlich auch sonst, der Strafgericht steht ja immer vor der Frage, wie ermittelt man im Kriegsgebiet? Und das Interessante an diesem Fall ist natürlich auch, dass die Anklagebehörde mit den Ermittlungsbefugnissen, die sie haben, ja aber auch gerade viel in Europa erstmal tatsächlich ermitteln können und auch müssen. Und nämlich, dass sie nämlich mal den echt einen ernsthaften Zugang zu den Daten bekommen, welche Genehmigungen wann tatsächlich gegeben wurden. Also auch da haben wir sozusagen aus öffentlich zugänglichen Quellen ein Bild herstellen können. Aber es ist ja so, dass weil es so unterschiedliche Arten und Weisen auch in jedem europäischen Staat über wie berichtet wird über Exporte, welche Daten bekannt gegeben werden, dass die häufig sehr schlecht vergleichbar sind und es auch nur schwer möglich ist, ein wirklich konkretes Bild zu haben, über welche Größen und welches Ausmaß an Waffenexporten reden wir eigentlich. Und das Interessante ist ja, dass der Internationale Strafgerichtshof genau diese Daten von den Staaten, europäischen Staaten, erfragen könnte. Ja, so dass man sagen kann, dass wir überhaupt erstmal ein vollständiges Bild bekommen, wie laufen die Genehmigungsverfahren ab, ganz sozusagen strafrechtlich beweisbar. Nicht nur das, was man über parlamentarische Anfragen und so weiter herausbekommen kann, welche Erwägungen werden getroffen und vor allen Dingen auch, wie stimmen sich die europäischen Regierungen untereinander ab über die Exporte. Insofern glaube ich auch, dass da das in gewisser Weise für eine Strafgerichte einfacher ist zu ermitteln, möglicherweise politisch heikel, aber auch da sehe ich sozusagen den Wert dieser Strafanzeige, dass wir einfach auch besser verstehen, wie wird in diesen europäischen Konsortien und auch von staatlicher Seite aus agiert. Und vielleicht noch eine Anmerkung zu Herrn Amboss. Also ich würde halt sagen, dass eben genau auch das unser Punkt ist, dass neben den verwaltungsrechtlichen Entscheidungen getroffen wird, es ja immer noch ein Völkerstrafrecht gibt, das gilt. Ja? Und das meiner Meinung nach auch für die Beamten in den Regierungsbehörden, die die Genehmigung erteilen, gilt. Das heißt, klar hat der Beamte ist das nicht Teil seines Prüfkatalogs. Aber wenn potenziell auf das ein völkerstrafrechtlich relevantes Verhalten ist, müsste das auch schon jetzt Teil des Prüfkatalogs sein, aus meiner Sicht. Und das ist, worauf wir auch nochmal hinweisen wollten mit dieser Strafanzeige. Herr Amboss, mögen Sie gleich? Ja, also es ist sehr schwierig, weil wenn wir jetzt über den ISTGH reden, also über die Anklagebehörde, weil die Kapazitäten natürlich sehr beschränkt sind in der Anklagebehörde. Die Anklagebehörde ist ja understaffed, also sie haben eigentlich zu wenig Personal und diese Anzeige, die ja beeindruckend über 300 Seiten umfasst, da steckt ja unheimlich viel Arbeit dahinter. Es wäre mal interessant zu erfahren, wie viele Leute daran gesessen haben und ob die überhaupt so viele Leute in der Anklagebehörde haben, wie diese Koalition von NGOs jetzt hatte, um diese Anzeige fertigzustellen. Also das ist sehr charmant, die Überlegung, dass man mal vielleicht jemand vernimmt von der Abteilung im Bundeswirtschaftsministerium und sich mal erklären lässt, wie genehmigt ihr eigentlich solche Waffenlieferungen. Wir haben ja die Präzedenzfälle Heckler und Koch, Mexiko und Sig Sauer Mexiko und Heckler und Koch Kolumbien, also diese Fälle, die auch ganz gut dokumentiert sind von der ARD in so einer Dokumentation. Da ist man ja doch immer überrascht, mit welcher Naivität
in diesen Bürokratien solche Dinge genehmigt werden. Und das sind ja kleine Fälle, also Mexiko, Kolumbien, da muss man ja schon Intimkenntnisse haben, aber im Fall Jemen, da muss man ja nur ins Netz gehen. Wir haben eine UN-Commission, wir haben mehr Reports von angesehenen Kollegen. Da liegt es ja auf der Hand. Sie haben es ja selbst geschrieben, Herr Steinke, da stimme ich Ihnen auch zu. Es ist so offensichtlich, dass in Jemen Kriegsverbrechen passieren. Da kann man ja nicht die Augen vor verschließen und sich jetzt sozusagen blind stellen. Und da fragt man sich natürlich, was so ein Beamter, wenn der da in seinem Büro sitzt, was der sich denkt. Also sozusagen von der Wertung her, wieso das da nicht reingeht. Und natürlich muss das auch eine Genehmigung dann sein, die unter Vorbehalt gestellt wird. Nämlich, wenn ich in einem gewissen Zeitpunkt genehmige, muss ich die unter den Vorbehalt stellen, dass es nicht zu völkerrechtlichen Verbrechen kommt. Also so ein Genehmigungsprozess müsste im Grunde genommen dynamisch sein. Ja, ich habe ja auch bei Genehmigungsprozessen von Teilwaffenlieferungen ganz, ganz viele Genehmigungen. Also das kann man gut sehen in der Entscheidung Landgericht Stuttgart bezüglich Mexiko. Da haben wir ganz, ganz viele Genehmigungen. Wir haben ja auch im Fall Jemen mehrere Genehmigungen. Also und da müsste man halt gucken, inwieweit man sozusagen da auch vielleicht dann mal neue Waffenlieferungen nicht mehr genehmigt. Nur zur Erklärung, Mexiko, da ging es um Kleinwaffen, die von Deutschland nach Mexiko geliefert wurden. Und da hat die deutsche Rechtsprechung sich sozusagen für eine scharfe Linie oder für einen strengen Umgang mit dem Unternehmen entschieden. Naja, also in dem Verfahren vor dem Landgericht Stuttgart, was in der Revision beim Bundesgerichtshof jetzt ist, wurden nicht die Geschäftsführer verurteilt. Insofern kann man jetzt nicht von einer scharfen Linie sprechen, aber in dem Fall Mexiko war es eine Besonderheit, weil in Mexiko 4 Bundesstaaten als bekannte menschenrechtsverletzende Staaten gelten. Das wurde auch vom Auswärtigen Amt so kommuniziert. Das Auswärtige Amt wird ja beteiligt. Man hat aber diese 4 Staaten nicht explizit aus den Genehmigungen, sogenannten Endverbleibserklärungen. Ja, in so einer Genehmigung schreibt man rein. Man kann reinschreiben, die Staaten sollen zum Beispiel nur nach Mexiko, die Waffen sollen nur nach Mexiko stattgehen. Das hat man aber nicht gemacht. Und dann wurden auch die Endverbleibserklärungen gefälscht von Heckler und Koch. Und insofern war es eine erschlichene Genehmigung. Also das war ein Fall, wo sozusagen schon von dem deutschen Recht her die Strafbarkeit sich ergibt, weil wir haben hier ja strafbewährtes Verwaltungsrecht, ja, wie im Umweltrecht und so weiter, wenn Sie, oder wie jetzt Sie in Niedersachsen bei Covid, wenn Sie irgendwie irgendwelche Dinge verletzen, machen Sie sich strafbar. Und so ist es auch im Exportkontrollrecht, wenn ich die Genehmigung erschleiche oder von vornherein ohne Genehmigung sozusagen über die grüne Grenze jetzt was exportieren würde, dann bin ich schon von deutschem Recht her strafbar. Da reden wir gar nicht über Völkerstrafe, sondern ich bin schon strafbar nach den Vorschriften des Kriegswaffenkontrollgesetzes oder AWGs, Außenwirtschaftsgesetz. Insofern, nur der Fall ist deswegen anders, diese ganzen Fälle, Kolumbien, der Fall, wo es über die USA gelaufen ist, weil das natürlich Fälle sind, die nicht so im Fokus stehen. Es gibt ja auch keinen Leitartikel von Herrn Steinke zu Kolumbien oder Mexiko, sondern eben zu Jemen. Und das zeigt ja, weil Jemen halt ein internationaler Konflikt ist, wo offensichtlich Kriegsverbrechen begangen werden. Und da ist es schlechterdings unmöglich für ein Unternehmen, was zudem besser informiert ist als die Genehmigungsbehörde. Das muss man sich auch mal klar machen. Alle diese Waffenunternehmen haben ja Partnerunternehmen vor Ort. Zum Teil gibt es Vertriebsleiter vor Ort. Zum Beispiel Heckler und Koch hat in Mexiko natürlich jemanden sitzen. Ja, einen Deutschen. Er ist mit einer Mexikanerin verheiratet, kommt noch dazu. Und dann gibt es dort Kooperationen. Die haben direkte Kontakte ins Militär, in die Polizei. Das heißt, die wissen viel besser. Übrigens auch viel besser als die deutschen Botschaften, die ja da so ein bisschen verschlafen immer sind, was da wirklich läuft. Also in Guerrero zum Beispiel oder Chiapas, da ging es um diese Staaten. Und deswegen kann man sagen, da ist also so eine Situation, wo das Unternehmen überlegene Kenntnis hat. Und es kann ja nicht sein, dass diese überlegene Kenntnis nicht geteilt wird mit der Genehmigungsbehörde. Also da muss natürlich das Unternehmen dann auch sich daran festhalten lassen. Und es muss, und das ist eigentlich das Kernargument in dieser ganzen Situation, es muss seine eigenständige Verantwortlichkeit, die sogenannte Due Diligence nach heutigem Völkerrecht, also das sorgfaltsgemäße Verhalten, was eine menschenrechtliche Verpflichtung des Unternehmens ist, eine eigenständige Verpflichtung. Es muss
dieser Verpflichtung gerecht werden. Und es kann nicht, wenn es mehr weiß als die Genehmigungsbehörde, die Genehmigungsbehörde im Unklaren lassen und einfach sich die Genehmigung sozusagen erschleichen, de facto erschleichen und dann exportieren, sondern es hat eben auch eine eigenständige Due Diligence, Sorgfaltspflicht, solche Waffen dann nicht zu exportieren. Es ist noch eine Frage gekommen von einer Völkerstrafrechtlerin. Elisabeth Bayer schreibt uns über den Chat eine Frage an Frau Sage-Maas. Ist bekannt, ob Rheinmetall und die weiteren angezeigten Unternehmen sich gegen die Strafanzeige wehren wollen, also etwa eine Stellungnahme beim ICC einreichen wollen? Erwarten Sie eine juristische Auseinandersetzung der Gegenseite mit den relevanten Fragen, Frau Sage-Maas? Also nach meinem Kenntnisstand hatten sich die Unternehmen noch nicht beim ICC gemeldet. Ich habe aber gehört, dass es jedenfalls einige Regierungen gibt, die sozusagen aus den relevanten Ländern, wo sich Unternehmen gemeldet haben und sich besorgt gezeigt haben. Und wir sind auch schon von beispielsweise der niederländischen Regierung und der Exportbehörde mal kontaktiert worden, die besorgt waren um die eigene, wie es mit der eigenen potenziellen Strafbarkeit aussieht. Ich gehe schon davon aus, dass das jedenfalls in den Behörden zum Nachdenken anregt und hoffentlich auch in den Unternehmen jeweils zu Diskussionen. Aber ich glaube, dass sie nicht bereit sind, sich gerade da wirklich drauf einzulassen. Wobei ich das in nationalen Strafverfahren durchaus schon erlebt habe. Und das war in der Regel sehr erhellend, wenn Unternehmen sozusagen relativ unvorbereitet angefangen haben, sich zu den Vorwürfen zu äußern, die wir gemacht haben. Aber das ist bisher noch nicht passiert. Was heißt erhellend? Was kam da raus? Ja, also häufig, weil das für so viele Unternehmer und Unternehmerinnen noch absolut abwegig erscheint, dass sie eine Verantwortung tragen für das, was mit ihren Produkten getan wird im Ausland oder dass sie irgendwie was damit zu tun haben mit strafbaren Handlungen, die im Produktionsprozess sozusagen im Ausland stattfinden, sind die häufig sehr erstaunt darüber, wenn wir sagen, na, das müsste man mal auch mal strafrechtlich sich anschauen. Und wir haben das schon mehrmals erlebt, dass die dann umfangreiche Stellungnahmen abliefern, um sich zu rechtfertigen. Und während des Rechtfertigens sozusagen eigentlich relativ viele auch sehr inkriminierenden Tatsachen dann auch preisgeben können. Also das ist uns in Strafanzeigen, die beispielsweise einen Staudamm und Vertreibung im Sudan betreffen, so gegangen und auch in einem Fall, wo es um den Kongo ging. Jetzt kommt hier eine Frage, welche Rolle spielt der Bundessicherheitsrat bei der Erteilung von Genehmigungen? Ist das eine Besonderheit in Deutschland oder interessant, dass die Entscheidung, ob nach Außenwirtschaftsgesetz, nach Kriegswaffenkontrollrecht Kriegsgerät ins Ausland geschickt werden darf, nicht von Richtern getroffen wird, sondern von einem kleinen Kreis von Ministern der Bundesregierung, wo also sozusagen die politische Dimension schon in der Konstruktion eingebaut ist. Kai Ambus, mögen Sie vielleicht was sagen zu der auch Verantwortung, die dadurch für die Bundesregierung entsteht? Es ist so, dass die Bundesregierung generell Genehmigungsbehörde ist nach Exportkontrollrecht und diese Genehmigungsverantwortung delegiert hat auf das Bundesministerium für Wirtschaft, ja. Was übrigens verfassungsrechtlich ziemlich problematisch ist, aber lassen wir das mal beiseite. Denn eigentlich ist die Bundesregierung verantwortlich. Und in diesem Verfahren, wie ich ja schon sagte, wird das Auswärtige Amt und das Bundesministerium der Verteidigung zu den außenpolitischen bzw. sicherheitspolitischen Dimensionen einer Genehmigung gehört. Und wenn diese Bedenken äußern oder wenn es Exporte von besonderer politischer Bedeutung sind. Wir hatten das ja mal mit Saudi-Arabien, denken Sie noch an unter Gabriel, wo es diese Diskussion gab. Kann das Bundesministerium für Wirtschaft die Genehmigung nicht erteilen, obwohl es delegationsmäßig die Genehmigungsbehörde ist. Und dann ist die Sache dem Bundessicherheitsrat vorzulegen. Erst dann. Ja. Wir haben also in den normalen Verfahren, wie zum Beispiel den gerade diskutierten Heckler und Koch oder Sieg Sauer, da hat der Bundessicherheitsrat nichts damit zu tun. Aber sobald wir in ein Verfahren kommen, wo es enorme sicherheitspolitische, außenpolitische Erwägungen zu berücksichtigen gibt und vielleicht ein Ministerium Bauchschmerzen, denken Sie mal dran,
wir sind ja hier bei der Ebert-Stiftung, das Außenministerium ist unter Führung der SPD. Und es kann ja durchaus sein, dass es da Interessenkonflikte gibt. Bei einem Genehmigungsverfahren, was dem Wirtschaftsministerium untersteht, haben wir ganz klar wirtschaftsnahe Positionen. Natürlich, das Wirtschaftsministerium sagt, grundsätzlich genehmigen wir mal, denn das kommt uns ja allen zugute. Wir sind ja der Exportweltmeister. Auch im Bereich Waffen sind wir sehr gut. Und jetzt ganz natürlich, das AA hat da vielleicht eher Bedenken, Verteidigungsministerium. Es gibt da also durchaus Rivalitäten, Konflikt zwischen den Ministerien. Und dann wird es dem Bundessicherheitsrat vorgelegt. Und der Bundessicherheitsrat ist ein Ausschuss des Bundeskabinetts, der natürlich rein dann nach sicherheitspolitischen Erwägungen entscheidet. Also dann sind wir rein auf der politischen Ebene. Vielleicht mal an Bonjan Gamal. Es gibt immer diesen Satz, das deutsche sozusagen Rüstungsexportrecht ist eins der restriktivsten der Welt. Das hört man so oft von deutschen Politikern, die also sagen, da kann man sich darauf verlassen, dass da nichts exportiert wird, was nicht sauber ist. Denselben Satz hört man übrigens auch von britischen Außenpolitikern und von französischen Außenpolitikern. Wie nehmen Sie das denn wahr in Jemen? Sind denn die deutschen Waffenlieferungen weniger schlimm oder sagen wir mal sind die in irgendeiner Weise zurückhaltender als andere amerikanische, britische, französische Waffenlieferungen? Statistically speaking, it's less than arms exported by, for example, the UK or the USA. But that's not the issue. Does it kill people? Are there people dying because of them? Because I mean, before 2 months. A team went down to Al-Hudaydah to film with the family in Al-Hudaydah. And they were still having the remnants of the bombs because it killed a family, it killed people. People died. I don't think they have in mind whether it's 30% of the bombs sent or the arms exported. It killed people, and that's the bottom line. Aber auch beispielsweise, was die Art der Waffen betrifft. Also es gibt ja auch Waffen, die geächtet sind, wie Streubomben, die von den USA nicht geächtet werden. Gibt es da Unterschiede bei dem, was in Jemen ankommt? I'm sorry, can you explain more? Also natürlich sind alle Waffen, wenn sie Zivilisten töten, sozusagen vom Ergebnis her gleich schlimm. Aber es gibt ja dennoch Waffen, die in unterschiedliche Qualitäten haben. Es gibt Streubomben, Clusterbombs, die von vielen, vielen Staaten weltweit geächtet werden, die beispielsweise von den USA aber nicht geächtet werden. Es gibt Minen, also nehmen Sie wahr, dass aus Europa andere Produkte kommen als aus zum Beispiel den USA oder aus anderen Lieferländern? Oder machen wir Europäer uns da was vor und in Wahrheit gibt es diese Unterschiede nicht? I bring you back to the remnants we found. I mean, we are not. I'm not a weapon expert. I know what I researched. I know what I found on the field, and what we found were bombs that killed entire families. These are the remnants we found that came from RWM, and it was by which was a subsidiary by Rheinmetall, which is the German company. So I don't know if there are other weapons that have less destruction powers or are more accurate. But what we know and what we have seen are bombs
which killed entire families. Eine Frage unseres Zuschauers Max Mutschler, die sich an Frau Sage-Maas richtet. Sie reden von den Beamten in den Genehmigungsbehörden, also Bundeswirtschaftsministerium. Aber die Entscheidung über die derart brisanten Rüstungsexporte dürfte im Bundessicherheitsrat gefallen sein. Von dem haben wir gerade gesprochen, also dieser Teil des Bundeskabinetts. Wie ist es denn mit der Verantwortlichkeit, mit der strafrechtlichen Verantwortlichkeit von Politikerinnen? Es ist ja, Frau Sage-Maas, interessant, dass in Ihrer Strafanzeige ja gar keine Namen genannt werden. Also Sie halten sich auch, was Rüstungsmanager angeht, zum Beispiel zurück. Ja, das liegt da dran. Also ich denke, sind alle auch von politischer Seite oder von behördlicher Seite beteiligten Personen, die also so eine Entscheidung treffen, müssten aus unserer Sicht strafrechtlich untersucht werden. Und es müsste gefragt werden, welche Personen haben letzten Endes welche Entscheidung in Bezug zu welchem Export getroffen und ergibt sich daraus eine strafrechtliche Verantwortung. Wir haben bewusst keine Namen genannt, obwohl wir dann durchaus auch sozusagen in unseren Anhängen schon ja auch wenn wir die Unternehmensstrukturen darstellen, natürlich sagen, wer sind die Personen in den entscheidenden Positionen. Ne? Also sozusagen, sie sind nachvollziehbar. Wir hatten aber den Eindruck, dass es, weil die Entscheidungsprozesse sehr komplex sind und gerade wenn man sich die europäischen Konsortium das anschaut, wird das ja noch mal komplexer. Also sozusagen, es wird ein Teil des Fighter Jets wird in Deutschland produziert bei Airbus, der wird dann mit einer bestimmten Exportgenehmigung an Großbritannien geliefert und von dort dann wird der Taifun dort in Großbritannien zusammengebaut und dann nach Saudi-Arabien exportiert. Also es ist einfach ein sehr komplexer Prozesse. Und wir wollten da jetzt nicht schnell voreilig uns auf einzelne Personen einschießen, sondern wir wollten auch einfach darstellen, dass diese Entscheidungsprozesse sehr komplex sind und dass die in sich selbst natürlich auch bedeuten, dass da eine gewisse Diffusion von Verantwortlichkeit stattfindet. Ja? Also wie bewertet man eigentlich strafrechtlich Gremienentscheidungen? Das ist in sich schon eine schwierige Frage. Und wir wollten aber gerade irgendwie den Finger auch da auf die Wunde legen und sagen, also wir sind da, das sind ganz schwierige Rechtsfragen, aber die müssen angegangen werden. Wir fanden es aber jetzt nicht sinnvoll zu sagen, Herr Bundesminister X oder Bundesministerin Y sind jetzt diejenigen, die wir hier anzeigen wollen und wir sind der Meinung, das sind die einzigen, die vor Gericht landen sollten. Ähnlich haben wir das auch bei den Unternehmensmanagern so gesehen, sondern wir fanden es sozusagen auf dem politischen Zweck, also dem rechtspolitischen Zweck auch dieser Strafanzeige, dass es eher gerecht wird, wenn wir sagen, wir zeigen mal das Ganze, wir machen uns die Mühe, um das ganze Bild darzustellen und um dann zu sagen, es ist natürlich ein großer Personenkreis, der da untersucht werden muss und wo dann geklärt werden muss, wer trägt da wo Verantwortung. Das kann sehr gut sein, natürlich, und das ist ganz ohne Frage, da wird jeder dann sozusagen auf den anderen verweisen natürlich in diesem System. Das ist aber gerade auch wieder die Gefahr in diesen europäischen Kooperationen. Wie gesagt, es ist eine klassische sozusagen Fall von Diffusion von Verantwortung, was wir insgesamt in globalen Wirtschaftsprozessen sehen. Und die Frage ist ja, wie kommt da das Recht hinterher? Und aus unserer Sicht muss halt auch das Völkerstrafrecht auf so komplex eigentlich eine Antwort finden. Ist aber auch zugegeben, auch die Dogmatik stößt da ganz schön an ihre Grenzen. Ja. Kai Ambos, vielleicht könnten Sie uns sagen, wie das jetzt praktisch weitergeht. In Den Haag wird sich jetzt die Anklagebehörde, also die sozusagen Staatsanwaltschaft, diese 360 Seiten ansehen, wird sie studieren. Was erwarten uns dann für nächste Schritte und wie lange dauert es dann, bis man wieder was hört? Also es gibt ja ein sogenanntes Vorermittlungsverfahren, auf Englisch Preliminary Examinations, als erste Phase und die wiederum ist in vier Phasen unterteilt und wir befinden uns jetzt noch auf dieser ersten Stufe. Und es ist nach einer Policy-Entscheidung von der Fatou Bensouda jetzt so, dass man diese zweite Stufe, also wir eröffnen jetzt ein Vorermittlungsverfahren, ja immer groß mit einer Press Declaration verbindet. An der Stufe sind wir nicht. Also wir haben noch keinerlei, effektiv haben wir noch keinerlei Auseinandersetzung mit dieser Anzeige in der Anklagebehörde. So sieht's aus. Das ist die Realität und
Ich weiß, dass da sehr mit, dass das hat Kapazitätsgründe, aber es hat natürlich auch grundsätzliche Erwägungen, weil wir haben hier ein ganz großes Problem, was wir jetzt gar nicht genannt haben. Das ist nämlich die Frage der Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichts überhaupt. Denn Jemen ist ja kein Vertragsstaat und wir kriegen ja keine Sicherheitsratsresolution aus offensichtlichen Gründen. Das heißt, die Zuständigkeit kann man eigentlich nur über die sogenannte aktive Personalität begründen. Also, dass man sagt, die Staatsangehörigen von den Unternehmen, ja, aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland und so weiter, Spanien, sind Staatsangehörige von Vertragsstaaten. Aber da haben wir natürlich das Problem, dass die Handlung, um die es hier geht, ja at best eine reine Beihilfehandlung ist. Ja, es ist ja, niemand sagt ja, dass ein Manager oder ein Unternehmen selbst die Straftaten begeht. Das macht ja die Koalition. Ja. Und also die Koalition, nicht unsere Koalition, die Bundesregierung, sondern die Koalition im Jemen. Und jetzt müsste ich erstmal diesen Zurechnungszusammenhang konstruieren. Und da ist jetzt die Frage, was macht man zuerst? Also muss man erstmal festlegen, dass tatsächlich ein Zurechnungszusammenhang zwischen einem Waffenexport als einer Unterstützungshandlung, einer objektiven Unterstützungshandlung und den Kriegsverbrechen einer anderen Partei, da kommt ja auch das Argument des autonomen Handelns, der Selbstverantwortung. Ja, der Unternehmer sagt ja immer, was habe ich damit zu tun, was die mit meinen Waffen machen? Ich gebe denen meine Waffen und hoffe, dass die natürlich völkerrechtsgemäß einsetzen. Das Argument kommt ja auch immer. Und da muss man ja auch mit umgehen. Also es ist durchaus schwierig, diesen Zurechnungszusammenhang zu konstruieren jenseits dieses Problems der innerstaatlichen Genehmigung. Also es gibt nochmal einen ganz anderen Problembereich. Und wenn man den konstruiert hat, muss man sich fragen, können wir eine Zuständigkeit über aktive Personalität konstruieren? Sie kennen ja vielleicht die Myanmar-Entscheidung. Bangladesch, da ist es ja auch eine Extension der Zuständigkeit, weil ja Myanmar gar nicht Vertragsstaat ist und Bangladesch ist Vertragsstaat, da macht man es aber über die Deportation, also Deportation als sozusagen mehrstufiges Delikt. Ja? Und wenn die Flüchtlinge dann in einem Vertragsstaat ankommen, darüber kann man die Zuständigkeit konstruieren. Das ist hier aber ein anderer Fall. Also der Fall passt auch nicht auf, das ist jetzt mehr für die Insider, den zitierten Paragraph 9 Strafgesetzbuch, der ja in der Anzeige zitiert wird, weil das sind diese Fälle des Territorialitätsgrundsatzes, wo die Handlung zum Beispiel in Frankreich begangen wird und der Erfolg tritt in Deutschland ein, dann sind beide Staaten zuständig und wir haben hier eine Zuständigkeit aufgrund Territorialität, weil die Handlung, zum Beispiel der Schuss über die über den Rhein auf die deutsche Seite, der Schuss als Handlung ist begangen worden auf dem Territorium des Handlungsstaates. Daraus ergibt sich Territorial Jurisdiction. Aber das ist alles nicht unser Fall. Also der Fall Jemen-Anzeige birgt sehr viele Probleme. Und deswegen ist man natürlich auch im ISTGH vorsichtig. Und vielleicht noch ein Punkt zu dem angesprochenen Problem der Diffusion von Verantwortlichkeit. Das ist ja ein generelles Problem, was wir im Wirtschaftsstrafrecht diskutieren, im Unternehmensstrafrecht. Und auch international. Und deswegen gibt es ja die Forderung von ganz vielen Menschen. Ich bin da persönlich eher skeptisch, aber das ist jetzt egal, dass man sagt, wir müssen halt die Verantwortlichkeit des Unternehmens anerkennen. Das wäre dann viel einfacher. Und wenn man die Jemen-Anzeige liest, ich hatte ja das Glück, die lesen zu dürfen, da hat man so ein bisschen den Eindruck, eigentlich geht es hier doch um Unternehmensverantwortlichkeit. Ich meine, man kann eigentlich gar keine natürlichen Personen identifizieren, weil man die Information nicht hat. Das kann eigentlich nur eine Ermittlungsbehörde. Aber es wäre natürlich viel einfacher, wenn man eine Corporate Responsibility hätte. Ja, also man sagt jetzt, Rheinmetall und so weiter ist als Kooperation verantwortlich und die Verantwortlichkeit der natürlichen Person ist eine zweite Frage parallel. Bekanntlich haben wir ja keine Unternehmensverantwortlichkeit. Sie kennen ja die Diskussion über unser Verbandssanktionengesetz, gerade in Deutschland. Das ist ja hier eine ongoing discussion. Aber das Problem, was wir hier sehen, ist auch ein allgemeines Problem im Wirtschaftsstrafrecht. Wie kommen wir in komplexen multinationalen Unternehmen, Siemens, Volkswagen und so weiter, an die natürlichen Personen ran, die verantwortlich sind? Selbst im Fall Heckler und Koch wurden die Geschäftsführer freigesprochen mit dem Argument der Tatsacheninstanz, sie hatten keine Kenntnis, also es fehlt am Vorsatz. Ich kann das nicht beurteilen, ich war ja nicht in dem Verfahren Richter, ob das richtig ist oder falsch. Aber das zeigt schon bei so einem kleinen Verfahren, dass, und bei einem kleinen Unternehmen, Heckler & Koch ist ja jetzt nicht so ein Riesenunternehmen, wie schwierig es ist, da es festzumachen, wer ist denn da verantwortlich. Und natürlich könnte die Anklagebehörde sagen, ja, ihr müsst uns schon natürliche Personen nennen, also legt mal noch nach. Das wäre die einfachste Lösung für die Anklagebehörde. Die gibt praktisch
die Anzeige zurück und sagt, ihr müsst mal noch ein bisschen ermitteln, weil das ist, ihr müsst uns schon irgendwelche möglichen natürlichen Personen nennen, denn wir in Den Haag können nur gegen natürliche Personen vorgehen. Miriam, sage Maas, gerne kurzes Rebuttal. Dann würde ich gerne noch mal einigen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer eine Chance geben, noch eine Frage zu stellen. Ja, also ich würde sagen, um was dagegen zu halten. Also ich bin halt, ich finde halt die Frage, die sich doch stellt, ist es tatsächlich so, dass Wirtschaftsunternehmen so schwer zu ermitteln sind und dass es so schwer ist herauszufinden, wer letzten Endes wann welche Entscheidung getroffen hat? Oder ist es nicht, und ich würde behaupten, nein, möglicherweise ist es das gar nicht. Es ist nur so, dass sich Anklagebehörden allzu häufig gar nicht erst die Mühe machen, das rauszufinden, ja. Und dass ich halt sagen würde, genau auch hier ist es natürlich sozusagen, ich bin ziemlich sicher, dass man herausfinden kann, an welchem Tag im BAE und Airbus und sich alle beschlossen haben, wir machen diesen Deal mit Saudi-Arabien. Das kann man mit Sicherheit auf einen konkreten Tag, auf eine konkrete anwesende Person herunterbrechen, die dann auch die Befugnis hatten, bestimmte Dinge zu entscheiden. Natürlich fehlt uns der Zugang zu diesen Informationen, aber ich glaube halt auch, und das ist sozusagen auch mehr ein Rechtspolitisieren, dass ich glaube, dass Anklagebehörden da viel mehr ausgerüstet sein müssen und viel bereiter sein müssen, sich da diese Ermittlungen zu haben. Also in anderen, weiß ich, Terrorismusbekämpfung, das sind auch komplizierte Netzwerke, ja, und da findet man dann ja doch irgendwie oft dann die Köpfe, die man anklagen möchte. Also sozusagen würde ich sagen, es ist halt auch an der Zeit, dass Strafverfolgungsbehörden sich globalen potenziell Straftaten annehmen und auch im White-Collar-Bereich sozusagen ernsthaft ermitteln. Eine Frage eines Zuhörers oder einer Zuhörerin an Bonjan Gamal. Gibt es eigentlich auch jemenitische Klagen vor jemenitischen Gerichten von Opfern gegenüber europäischen Rüstungsunternehmen? You mean outside Yemen? Ich glaube, die Frage ist da nicht spezifisch, aber beantworten Sie gerne für außerhalb, für innerhalb. Gibt es denn innerhalb des jemenitischen Gerichtssystems selber da Möglichkeiten? There are possibilities, but are there other cases or other complaints? I don't think there is. I hope there are more. Eine Frage von Rechtsanwalt Rothbauer, die sich an Kai Ambos richtet. Sehen Sie eine Möglichkeit, auch vor dem Hintergrund völkerrechtlicher Verpflichtungen die erteilten Genehmigungen gerichtlich zu überprüfen? Also sozusagen das, was der Bundessicherheitsrat macht, trotzdem nochmal juristisch durch ein unabhängiges Gericht zu überprüfen zu lassen? War die Frage an mich gerichtet? Ich habe jetzt einen Teil gar nicht verstanden. Also ist die Frage, ob man eine Art gerichtliche Kontrolle des Genehmigungsverfahrens einführt. Das wäre ja die Frage. Der ist ja ein... Ja gut, aber nur wenn der kommt ja nur in Betracht in Ausnahmefällen und er ist ganz formal gesehen, gibt er nur eine Empfehlung. Ja, das ist ein sehr... Dieser Bundessicherheitsrat, da gibt es sehr interessante Arbeiten drüber. Das ist ein bisschen so ein Geheimgremium, fast wie unsere Geheimdienste. Gibt eigentlich nur eine Empfehlung und signalisiert dadurch die Auffassung der Bundesregierung, aber die Bundesministerien, also das BMWI, das Bundeswirtschaftsministerium, folgt dem. Aber der Gag ist natürlich gerade keine gerichtliche Kontrolle. Das ist so ähnlich wie bei dem Bewilligungsverfahren in der Auslieferung, in der Rechtshilfe. Ja, da haben wir ja auch das Zulässigkeitsverfahren vom Oberlandesgericht und die Bewilligung ist eine exekutive Entscheidung und da ist die gerichtliche Kontrolle vorbei. Wir haben das eher dann in dem normalen Genehmigungsverfahren, ob man da nicht, die Genehmigung ist ja ein Verwaltungsakt. Da sind wir also im ganz normalen Verwaltungsrecht und da müsste man sich überlegen, kann irgendjemand diesen Verwaltungsakt anfechten? Es ist ja eher umgekehrt. Also wenn ein Unternehmen keine Genehmigung erhält, also ein Versagen einer Genehmigung,
dann würde es Verpflichtungsklage erheben auf eine Erteilung einer Genehmigung, also eine positive Bescheidung. Dann haben wir ein Verwaltungsverfahren, dann sind wir vor dem Verwaltungsgericht. Und ansonsten haben wir nur die implizite Überprüfung in den Strafverfahren, zum Beispiel über Heckler und Koch. Vielleicht dazu, wir schauen uns das intensiver an und wir denken, dass das man jedenfalls, wenn man individuell potenziell betroffene Menschen findet, beispielsweise in Jemen, die der Bedrohung ausgesetzt sind, von deutschen Bomben getroffen zu werden, dass man dann argumentieren kann, dass sie sich auf den Grundrechtsschutz berufen können. Wir sind gerade da, meine Kollegen haben das in Bezug auf Drohnenangriffe im Jemen gerade in der zweiten Instanz beim Oberverwaltungsgericht Münster, genau, in Münster eine Entscheidung erstritten, in der gesagt wird, dass jedenfalls das Grundgesetz auf solche Fälle, wenn vom deutschen Territorium aus gehandelt wird, in diesem Fall war das also die Direktion der Drohnen, dass dann jedenfalls eine klare Befugnis besteht. Das kann man, aus unserer Sicht kann man das übertragen auf die Genehmigung von Waffenexporten in jedem ebenfalls, stellen sich aber dennoch eine ganze Reihe anderer Probleme natürlich. Und man kann natürlich auch überlegen, wenn ich gerade noch ergänzen darf, warum eigentlich nicht nach Straßburg gehen. Der ganze Bereich der Staatenverantwortlichkeit, der ist ja unterbelichtet bei einem Verfahren vom ISDGH. Und das ist eine ganz große Blackbox eigentlich in dem Bereich. Also wenn wir dazu kommen, was die Regeln der Staatenverantwortlichkeit hergeben, dass die Waffenlieferung zu völkerrechtlichen Verbrechen ein völkerrechtliches Delikt darstellt im Sinne einer Assistance. Es gibt da so einen Entwurf der UN-Völkerrechtskommission. Was wäre unser Forum? In Europa ist es der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und über die natürlich, dann kommen wir in den Bereich der Zuständigkeit und dieser Rechtsprechung zur effektiven Kontrolle. Also Irak hatten wir ja den Fall mit britischen Soldaten. Wir haben natürlich keine effektive Kontrolle über diese Waffen, weil ja zum Beispiel die Bundeswehr jetzt nicht im Jemen aktiv ist. Aber man kann da schon einige Sachen versuchen und im Verwaltungsrecht ist halt immer das Rechtsschutzbedürfnis. Diese Idee, dass man sagt, jemenitische Opfer, so ähnlich wie bei den Afghanistan-Verfahren. Wir sind ja auch im Bereich Staatshaftung, 839 BGB, Artikel 34 Grundgesetz. Also es gibt da schon gewisse, man muss ein bisschen kreativ sein und vielleicht das als mein Abschlussstatement, das ist auch das Verdienst jetzt der Anzeige, dass man einige Fragen hier mal in den Raum stellt, die das doch etwas starre juristische Denken und das juristische System etwas vielleicht in Bewegung bringt. Verständnis, Staatenverantwortlichkeit, da meinen Sie, dass man nicht wie jetzt in Den Haag einzelne Personen anklagt, sondern dass man den Staat, die Bundesrepublik Deutschland und dann aber auch nicht sozusagen bestraft, sondern dass man sie zur Kasse bittet. Darum geht's. Ja, also es gibt ja die beiden Modelle, also menschenrechtliche Verfahren sind ja Staatenverantwortlichkeitsverfahren. Da geht es ja um die Verantwortlichkeit des Staates für Menschenrechtsverletzungen und der internationale Gerichtshof ist ja der Gerichtshof für Staatenverantwortlichkeit. Es geht um völkerrechtliche Delikte von Staaten. Ja, ein Aggressionskrieg zum Beispiel ist auch ein völkerrechtliches Delikt und es kann natürlich auch eine völkerstrafrechtliche Tat sein, aber es ist eben auch ein völkerrechtliches Delikt. Wir haben das Problem des Forums, also der Gerichtsbarkeit bei Staatenverantwortlichkeit. Sie wissen ja vielleicht, es gibt ja bisher nur einen Entwurf, der schon sehr alt ist. Die Staaten haben nicht mal den Entwurf der UN-Völkerrechtskommission, der International Law Commission, verabschiedet, weil das natürlich ein sehr heißes Eisen ist. Beistand. Und ich glaube, bei dem Fall Rüstung sieht man es ganz klar. Es ist, deswegen ist auch das Argument, ich hatte gestern eine Diskussion über das Thema mit Kollegen aus Den Haag, das Argument der State Practice hier als Gegenargument. Natürlich hat man keine Staatenpraxis zur Kontrolle von Rüstungsexporten, weil natürlich wir alle, das ist ja im Grunde die Heuchelei bei der Diskussion, Deutschland, Spanien, Frankreich extrem verdienen an diesen Rüstungsexporten. Und was heißt hier Staatenpraxis? Es gibt solche leichten Genehmigungsverfahren, die man etwas verstärken müsste. Das wäre eine Rechtsforderung im rechtspolitischen Raum. Und dann hat man eben so nationale Verfahren wie Landgericht Stuttgart. Aber Staatenpraxis im Sinne von, dass Staaten jetzt sagen, gerade die großen Staaten, die große Rüstungsunternehmen haben, dass die jetzt sagen, wir fangen jetzt an, hier mal ganz intensiv zu kontrollieren, das wird schwer sein. Deswegen muss man da auch nochmal überlegen, was für ein Konzept von Staatenpraxis haben wir überhaupt. Sonst fällt diese ganze Anzeige schon in sich zusammen, weil natürlich gibt es nichts an Staatenpraxis.
Wir kommen zum Ende. Ich möchte aber Bonjan Gamal und Miriam Sagemaas auch noch beide fragen, was sie sich wünschen als rechtspolitische Impulse. Soll von diesem Prozess, von diesem Verfahren ausgehen? Was wünschen Sie sich für Rechtsänderungen im internationalen Bereich? Bonjan Gamal. I think it's as simple as the requests, a stop for the arms trade to Saudi Arabia and UAE and to countries that violate human rights very clearly, and to also put people who are responsible for that under investigation and through justice. Miriam Sagemaas. Ja, ich wünsche mir zunächst auch einmal, dass die bestehenden Regelungen wirklich effektiv angewendet werden und dass sich Strafverfolgungsbehörden einfach auch solch komplizierter Fallkonstellationen ernsthaft annehmen und sich bemühen, das geltende Recht zur Anwendung zu bringen. Weiterhin halte ich es für sehr notwendig, dass wir auf nationaler Ebene und aber auch auf EU-Ebene Regelungen zur sogenannten menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten von Unternehmen bekommen. Das muss gar nicht unbedingt im Strafrecht sein, sondern kann anders geregelt werden. Es ist einfach klar, dass Unternehmen tatsächlich eine eigene Sorgfaltspflicht, eine eigene Prüfpflicht haben in Bezug auf die Konsequenzen ihres unternehmerischen Handelns auf Menschenrechte. Und sicherlich muss auch das Exportkontrollrecht reformiert werden. Das hat ja der Herr Amboss schon ausgeführt. Miriam Sagemaas und Bonjan Gamal kämpfen dafür weiter in den nächsten Jahren. Kai Amboss und ich beobachten das Ganze. Sie können es in der Süddeutschen Zeitung lesen. Sie können es bei Kai Amboss in den wissenschaftlichen Publikationen verfolgen. Danke Ihnen allen, dass Sie nicht nur zugeschaut, sondern auch mitgemacht haben durch Ihre rege Beteiligung, Ihre Fragen. Wir haben es, ich glaube, fast geschafft, alle Fragen zu beantworten. Und die Diskussion geht weiter. Im Herbst wird es eine richtige Präsenzveranstaltung hoffentlich wieder geben können in der Friedrich-Ebert-Stiftung, wo sie diese Diskussion mit Ihnen als Publikum weitergeführt werden soll. Und bis dahin bedanke ich mich und wünsche Ihnen alles Gute.